Digga, so ein raffinierter Hund. Digga, 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 Digga. Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr am Start seid, schön, dass ihr wieder zurück seid. Und heute machen wir was ganz Nettes, und zwar eine kleine Kickstarter-Preview, dauert auch nicht so lange, von einem Spiel, was ich persönlich richtig cool finde. Und zwar ist die Rede hier von Houston, We Have a Dolphin. Ich mag die Packung schon sehr gerne. Das sieht natürlich jetzt ein kleines bisschen verrückt aus und denkt euch, was ist das für ein Name? Aber was will man von Andreas Wilde und seinen Konsorten erwarten, die mit High Barber Games ihr erstes Spiel Soviet Kitchen auf den Markt gebracht haben, wo wir hier irgendwie Schmand und Schmutz und irgendwelches Werkzeug und Metall und Abfälle in einen Schredder schmeißen und das ganze Zeug dann schön im Gulag aus unserer Suppenkanone rausfeuern. Es handelt sich hierbei auf jeden Fall um ein Social-Deduction-Spiel für 3 bis 5 Spieler ab 14 Jahre mit 30 Minuten Spieldauer. Ich lege das ganze Ding zur Seite. Die Anleitung liegt hier an der Seite. Die ist original 4 Seiten lang. Mehr braucht ihr schon gar nicht. Das reicht aber auch einfach nur, um euch ein bisschen anzufreunden mit dem Spiel, weil die App euch das ganze Spiel auf jeden Fall erklärt und damit auch an die Hand nimmt. Zur Story vielleicht. Die Welt ist untergegangen, wir haben uns mit verschiedenen Astronautenteams, jeder von uns spielt ein Astronautenteam mit mehreren Astronauten, auf so einen Space Shuttle hier gerettet. Allerdings, auf einmal geht das Licht aus und die Atemversorgung geht aus, alles geht aus und wir haben nicht mehr so viel Zeit. Und als wir auf Fehlersuche gehen, erkennen wir, dass da eine Anchovis in unserem Diskettenlaufwerk liegt. Und ich denke mir, bitte, was, eine Anchovis im Diskettenlaufwerk, was kann es sein? Natürlich, wir haben mindestens ein Delfin an Bord, der unsere Mission sabotieren möchte. Bei 4 Spielern oder 5 Spielern haben wir sogar 2 Delfine an Bord. Die gewinnen das Spiel einfach, wenn entweder alle Menschenteams raus sind oder wenn sie schön die ganze Raumstation geflutet haben und auf ewig im All durch unsere Raumstation schwimmen können. Dann gewinnen die Delfine, die Menschen gewinnen, wenn alle Delfine aus dem Spiel sind. Oder aber indem wir 3 Module an unserem Schiff abbauen, die sowieso nur Strom verschwenden würden. Und danach darf der Kapitän, es gibt nämlich noch Kapitän, versuchen, den Bordcomputer hochzufahren. Und wenn ihm das gelingt, dann gewinnen ebenfalls die Menschen das Spiel. So, das zu den Siegbedingungen. Was haben wir denn hier alles drauf liegen? Ich kann mal ganz kurz zeigen. Wichtig, ihr braucht auf jeden Fall ein Handy, die App. Die heißt auch Houston, We Have a Dolphin, die gibt es im Google Play Store. Gibt es allerdings noch auf Englisch, wird auch auf Deutsch kommen. Alles andere seht ihr schon, auf einer Seite Deutsch, auf der anderen Seite Englisch. Das Board liegt jetzt einfach nur falsch herum. Dann gibt es hier noch diese Panikblitze, die Panikmarker. Aber am Anfang suchen wir erstmal aus, wer mitspielt. Und ich würde sagen, es geht einfach erstmal los. Jetzt muss ich mal hier ein bisschen gucken, hier auf mein Handy. Ich hoffe, das funktioniert alles. Wir spielen. So, jeder sucht sich jetzt ein Team aus. Angenommen, das spielt nicht mit, dann legen wir das mal quasi zur Seite. Das heißt, wir scannen jetzt erstmal die Teams, die mitmachen. So, das funktioniert sehr gut. Das funktioniert nicht über einen QR-Code, sondern tatsächlich über so eine Grafikerkennung. Haben sie wirklich gut gemacht. So, das sind die 4 Teams, die mitspielen. Zack, perfekt. Jetzt rekrutieren wir unsere Astronauten. Dafür nehmen wir einfach hier unser Astronautendeck. Das mischen wir einmal. Und verteilen dann über die App quasi die Karten. Jetzt schauen wir mal. Der geht auf den Ablagestapel in The Void. Der geht in Modul 1, der Astronaut. Void, 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 Modul 3. Team Weißes Wormhole, Modul 2. Void, Void, was ist da los, Leute? Team Mint. Ich hatte sie so ein kleines bisschen vorsortiert, die Karten, deswegen sieht das jetzt vielleicht so aus. Achso, wer war das noch hier? Achso, ich bin falsch rum auch die ganze Zeit im Scannen hier. Schlecht gemischt hier, okay. Das sollte euch natürlich nicht passieren, aber zum Zeigen geht es auf jeden Fall klar. White Hole, Black, Black. Alle Karten sind zugeteilt.
Jeder hat dann, darf seine Handkarten sich auch angucken. Ihr seht schon, da gibt es verschiedene Astronauten runter. Und ihr seht schon, hier ist einer von zwei Delfinen. Das heißt, Team Mint Moon spielt auf jeden Fall schon gegen die anderen. Jetzt gucken wir uns hier mal die anderen Karten an. Hier ist kein Delfin dabei. Hier ist auch noch keiner dabei. Hier ist aber auch schon einer dabei. Das heißt, die beiden Spieler spielen auf jeden Fall falsch. So, der Kapitän bekommt das Team White Warhol, bekommt die Kapitän, das wird hier hingelegt. Und alle anderen bekommen einen Panikmarker, weil der Kapitän ein bisschen wahnsinnig und vertrauenswürdig durch die Gegend guckt. So, jetzt gehen wir weiter. Jetzt kommt so ein kleiner Film. Und als nächstes ist es so, müssen wir jetzt auf Außenspaziergänge gehen. Und dazu müssen wir drei Astronauten bereitstellen und wir dürfen uns nicht unsere Karten erzählen. Aber so ein paar Hinweise geben dürfen wir auf jeden Fall. Die beiden Delfine werden das Beste geben, das ganze Ding zu verhindern. Prepare for a new spacewalk. Das heißt, wir werden jetzt rausgehen, versuchen, eins dieser Module abzukapseln und müssen jetzt unsere Astronauten aussenden. Dazu wird einer bestimmt, der den ersten Astronauten schickt. Der darf dann jemand anders bestimmen und der andere wiederum darf wieder jemand anders bestimmen. Das heißt, er darf auch den bestimmen, der schon mal einen Astronauten ins Team geschickt hat, wenn er ihn für vertrauenswürdig hält. Man darf niemals sich selber als Team dran nehmen. Das ist auf jeden Fall klar. So, was wollen wir denn jetzt hier erreichen? Dazu müssen wir uns die Symbole einfach auf unseren Typen mal angucken. Es gibt nämlich verschiedene Leute. Dieses Symbol, das ist ein Held. Helden sind super, die opfern sich nämlich auf, um ein Modul abzusprengen. Allerdings brauchen die Hilfe. Ein Held kann nur gut arbeiten. Ich schiebe das mal ein bisschen hier höher. Ein Held kann nur, oder das noch hier unten, da kann man es vielleicht ein bisschen besser sehen. Ein Held kann nur gut arbeiten, wenn er in der Mitte ist. Und rechts und links ist ein Ingenieur, der ihm zuarbeitet. Und zwar manche Ingenieure können nur nach links oder nach rechts. Manche Ingenieure können auch zu beiden Seiten arbeiten. Das wäre jetzt sehr gut, wenn diese drei Astronauten dann hier drin liegen würden. Man würde die einfach jetzt hier scannen. Wir können das ja einfach mal ganz kurz machen. Dieser Astronaut wird gescannt. Dieser Astronaut wird gescannt. Dieser Astronaut wird gescannt. So, jetzt rumbelt und mumbelt da drin alles. Ein Modul has been opened. Es hat also geklappt. Wir wissen, ein Modul ist aufgegangen. Es könnte natürlich auch sein, dass jetzt einer tot ist oder irgendwas. Gucken wir uns auch gleich an. Aber in dem Fall war Beste. Hat auf jeden Fall geklappt. Wir entern das Modul, gehen da einmal kurz rein. Team Black Hole, reveal your hero. Das heißt, wir sind auf jeden Fall diejenigen gewesen, die... Ich hatte natürlich jetzt alle von denen hier reingenommen. Ne? Egal. Das wäre der jetzt quasi gewesen. Der geht da quasi aus dem Spiel. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, die kriegen wir dann quasi wieder zurück. Hätte jetzt so nicht sein dürfen, dass alle von einem Team kommen. Ihr wisst Bescheid, aber hat sich gerade angeboten. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, entweder nehme ich mir aus einem der Module, was ich absprenge, den Astronauten. Oder ich denke, vielleicht ist auch irgendwas drunter, was ich nicht brauchen könnte, ein Delfin drunter. Oder ich bin ein Delfin und will das Ding vielleicht gar nicht haben. Oder so, weil es hilfreich sein könnte, habe ich noch die Möglichkeit, die Panik um 3 hochzumachen, ja, und also beziehungsweise mir 3 Panik-Token hier einfach dann zu geben, dann wird diese Karte auch abgeworfen. Aber ich sage, pass auf, wir safen den jetzt. Das heißt, ich, ohne den anzugucken, scanne ich mir den und darf den wieder mit auf meine Hand nehmen. So, dann geht wieder die Laberei los, was geht ab, blop, 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 blop. So, das war jetzt der beste Fall, was hätte passieren können. Dann ist natürlich noch so, die Ingenieure können, beispielsweise hast du einen Ingenieur, der hier rechts und links drin ist und du hast irgendjemanden in der Mitte dabei, weiß ich nicht, den hier beispielsweise, den Captain, dann hauen die beiden, die außen sind, den in der Mitte tot, aber er ist halt eben nur normaler Dude, er kann quasi nichts machen und würde quasi dann sterben. Es gibt noch bestimmte Specials, die haben noch Möglichkeiten, nach rechts und nach links zu gucken. Dafür gibt es nämlich als Auslösung diese Spacewalk-Kombos. Es kann dann beispielsweise kommen, ein Astronaut ist gestorben, dann wird angezeigt und der muss halt eben weggemacht werden. So, aber damit Unwägbarkeiten drin sind, kommt als immer erstes mit einer Chance von 20% ein Asteroid, der einen der drei Typen killt. Ist gar kein Dolphin drin, dann ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher. Dann sollte das nicht passiert sein, da wird
geguckt, was ein Forscher sehen kann. Es gibt Forscher, die haben so eine Lupe drauf, die können nach rechts oder links gucken. Dann sagt die App, ein Delfin wurde gesehen oder ein Held wurde gesehen oder wie auch immer. So, als nächstes würden die Ingenieure dann jemanden kaputt hauen, der in der Mitte drin ist. Im besten Fall ist das natürlich ein Held, der kaputt gehauen wird, so wie wir es gerade eben gesehen haben, damit er ein Modul abbauen kann. Und ganz am Ende, wenn das in der Mitte kein Delfin gewesen ist, ist es irgendwo anders noch ein Delfin, dann killt der Delfin noch einen Astronauten und nimmt wieder damit einen Menschenspieler ein bisschen mehr so die Möglichkeit. Das haben wir auf jeden Fall jetzt eigentlich mal kurz gezeigt. Jetzt mal finishen wir den Spacewalk. Und nach jeder Runde muss der Kapitän, der ist immer so eine unliebsame Sache, meistens in den Social Deduction Games, kennt ihr ja selber, hat verschiedene Möglichkeiten, und zwar in drei Stück. Er könnte, wenn alle drei Module schon abgeräumt sind, jetzt das Spaceship resetten und die Menschen würden das Spiel gewinnen. Oder wenn ich jetzt als Delfin einmal hier der Captain wäre, was in dem Fall jetzt als Team White der Fall wäre, könnte ich jetzt das Raumschiff fluten und dann hätten sofort die Delfine gewonnen. Oder aber ich bin gezwungen, einen Astronauten zu opfern. Das heißt, ich suche irgendein Team aus, sage, pass auf, Digga, du musst jetzt leider einen Astronauten abwerfen für das Team. Ja, und wenn dann nur noch einer den Delfin irgendwie auf der Hand hat, ist natürlich gut, kann man den dadurch halt ein bisschen rausnehmen. Wenn man sich dadurch wieder ein bisschen anders halt eben alles verscherzt, dann ist die ganze Sache natürlich ein bisschen schwieriger. Es gibt noch einige komplexe Helden, die können auch die Module entkoppeln und können dann irgendwas Cooles noch machen. Astronauten retten oder zwei Astronauten retten oder irgendwelches Zeug, was die hier noch erledigen können. Grundsätzlich kann ich so sagen, das ist alles, wie das Spiel funktioniert. Es lebt natürlich, ich habe es jetzt alleine hier nur gezeigt, ich hatte echt keine Zeit, ein Let's Play zu machen, ich hätte sehr gerne eins gemacht. Lebt natürlich auch von den Beschuldigungen am Tisch, du bist ein Delfin, auch die von dieser verrückten Geschichte, so ein kleines bisschen, auch Abwägen, Sicherheit, so altbekanntes in eine lustige Geschichte gepackt. Allerdings ein Social Deduction Game, was du auch zu dritt spielen kannst, einfach über die App, was ich persönlich richtig gut finde. Wann kann man ein Social Deduction Game mal zu dritt spielen? Ich finde allerdings auch, dass der Sweet Spot hier tatsächlich bei 5 Spielern liegt. Also mir gefällt es mit 5 Spielern auf jeden Fall. Am besten werden 4 auf jeden Fall auch noch funktionieren. Aber ihr habt so, vielleicht so das ruhige Wissen im Hinterkopf, wir könnten es theoretisch auch zu dritt spielen. Ich kann euch leider gar nicht sagen, was es kosten wird. Da müsst ihr warten, bis der Kickstarter losgeht, um euch das ganze Ding reinzuziehen. Ich finde, es ist auf jeden Fall wieder eine wirklich gelungene, witzige Sache auf dem Social Deduction Markt, weil in letzter Zeit nicht, seit Human Punishment gefühlt nichts mehr so viel los. Gibt hiervon auf jeden Fall für mich, für euch, von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. In dem Sinne, ja, besten Dank. Wenn ihr noch Fragen habt, bolzt einfach unten in die Kommentare rein. Der Andreas kann euch das ganze Ding selber noch beantworten. Der ist auf jeden Fall der Experte für sein Game. Und ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ich es auch zeigen durfte, Andreas. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut und verabschiede mich dann mit Houston, we have a dolphin. Bis dann, Leute. Ciao.